Seien wir mal ganz ehrlich mit uns selbst, denn das ist eigentlich das Wichtigste. Haben wir wirklich in den letzten Jahren unsere Neujahrsvorsätze eingehalten? Haben wir unsere Ziele erreicht? Und warum haben wir nicht aktiv dafür gearbeitet? Ich bin mir sicher, dass sich alle in diesen Sätzen wiedererkennen werden. Auch ich persönlich habe es nicht geschafft, alle meine Ziele jedes Jahr zu erreichen. Und das soll sich dieses Jahr aber auf jeden Fall ändern. Und wenn ihr eine einzige Sache aus diesem Video mitnimmt, dann bitte lasst es sein, dass ihr euch selbst vertrauen müsst. Ihr müsst mit euch selbst ehrlich sein und mit euch selbst Vertrauen aufbauen. Das kann man auch unterbrechen auf einen Tag gesehen, weil was mich persönlich nervt, wenn ich meine To-Do-Liste nicht einhalte, ist es, dass ich die Versprechen mit mir selbst gebrochen habe. Dass ich mir gesagt habe, ich werde heute meine Mathehausaufgaben machen, es aber nicht gemacht habe. Und der Schmerz, dass ich das Versprechen mit mir selbst gebrochen habe, ist viel höher als die eigentliche Tatsache, dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Weil wenn du das einmal machst, wirst du das immer wieder machen, weil es eine Gewohnheit wird. Und das darf nicht passieren. Ziele und Vorsätze bringen dir überhaupt nichts, wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, wirklich dafür was zu machen und das zu erreichen. Weil dann kannst du dir die besten Ziele aufschreiben, wenn du aber weißt, du wirst das ja eh nicht durchziehen, weil du bist einfach keine Person, die das macht, wird das dir überhaupt nichts bringen. Dann kann man noch so viele Videos angucken mit guten Tipps für tolle Ziele. Es wird einfach uns nichts bringen. Ich muss das selbst auf jeden Fall auch noch lernen, deswegen machen wir das heute mal zusammen. Lass uns mal wirklich Vertrauen mit uns selbst aufbauen, die Dinge in die Hand nehmen und unsere Ziele wirklich aktiv immer angehen. Im Buch Atomic Habit von James Clear hat er auch die verschiedenen Arten von Gewohnheiten runtergebrochen. Zum Beispiel gibt es da die Outcome-Based Habits, das sind also Gewohnheiten, wo wir uns nur auf das Ergebnis konzentrieren. Was aber viel stärker ist, sind die Identity-Based Habits, also Gewohnheiten, die mit unserer Persönlichkeit verbinden. Wenn du zum Beispiel aufhören möchtest zu rauchen und dann zu einer Person, die dir eine Zigarette anbietet, sagst, sorry, ich versuche gerade aufzuhören zu rauchen, ist das viel schwächer, als wenn du sagst, sorry, ich bin einfach kein Raucher. Ich bin einfach kein Raucher ist viel stärker, weil es deine Person ist. So bist du. Und ich versuche immer wieder meine Gewohnheiten, meine Ziele einfach so zu suggerieren, als wäre ich das. Als wäre es ein Teil meiner Persönlichkeit, weil darum geht es. Und jetzt nehme ich dich ganz kurz mit bei meinem Zielsetzungsprozess und wie ich mein neues Jahr ein bisschen plane und wie ich mein neues Jahr plane, damit du das Ganze heute auch machen kannst. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Video gefällt. Und es hat viel Spaß beim heutigen Video. Let's go! Zuallererst möchte ich sagen, dass ich mein Jahr gerne in Quartale unterteile, also das Ganze in immer 3 Monatsabschnitten mache, weil ich es einfacher finde, als das ganze Jahr zu sehen. Weil ich weiß nicht, was im Jahr passieren wird. Ich weiß nicht, wie ich in einem Jahr denke. Habe ich noch gleiche Ziele? So, da mag ich es dann lieber, das Ganze ein bisschen runterzubrechen. Das heißt also, ihr könnt diesen Prozess entweder aufs ganze Jahr bezogen sehen oder auch nur auf ein Quartal oder nur auf einige Monate bezogen sehen, wie ihr wollt. Ich überlege mir sehr gerne ein Guiding Word für das Jahr. Also ein Wort, was mich durch das Jahr oder durch das Quartal leiten soll. Das war zum Beispiel letztes Jahr bei mir Simplicity. Ich hatte auch einmal Fokus. Einfach Wörter, an die ich immer denken möchte und worauf ich meinen Fokus im Jahr legen möchte. Dann fange ich an, darüber zu journalen bzw. ein bisschen Tagebuch zu schreiben, zu reflektieren und zu überlegen, wie möchte ich in dem neuen Jahr sein? Was für eine Person möchte ich sein? Und da ist wieder nicht die Frage, was möchte ich erreicht haben, sondern wie möchte ich sein, nämlich die Identity-Based Gewohnheiten. Natürlich kannst du auch darin inkludieren, was du erreicht haben möchtest, aber schreib das Ganze mal so um, als wäre es deine Persönlichkeit und wie du dich vor allem verhältst und wie du auf Dinge reagierst und wie du handelst. Weil das sind im Endeffekt die Dinge, die wir beeinflussen können. Wir können ziemlich schwierig nur die Ergebnisse beeinflussen. Zum Beispiel bei meinem YouTube-Kanal kann ich nicht sagen, ich möchte am Ende des Jahres 100.000 Abonnenten haben. Ich meine, ja, ich kann es sagen, aber es wird nicht viel bringen. Ich schreibe dann eher so Dinge auf wie, ich möchte eine Person sein, die jede Woche das beste Video, was sie machen kann, macht und hochlädt. Und ich möchte keinen Upload-Tag verpassen. Und ich strenge mich an, ganz viel Mehrwert für meine Community zu produzieren. Sowas würde ich jetzt aufschreiben. Und das würde ja automatisch zu vielen Abonnenten dann noch führen. Und das würde mich dann näher zu dem Ergebnisziel bringen quasi. Der nächste Punkt ist, alte Dinge und vor allem alte Glaubenssätze gehen zu lassen. Ich denke, wir versuchen immer ganz viele Dinge in unser Leben zu holen. Gucken uns viele Tipps an, gucken uns viele Videos an. Überlegen uns, was können wir noch alles machen, was brauchen wir noch in unserem Leben. Aber die wichtige Frage ist auch, was können wir gehen lassen? Weil das ganze die Dinge auch einfach limitieren. Wir haben nämlich alle einen Confirmation Bias. Das heißt, wir versuchen, Glaubenssätze, die wir haben, immer wieder zu suchen und zu reproduzieren. Und so können wir uns nie aus negativen Gedankenchaos oder aus negativen Glaubenssätzen befreien. Deswegen versuche ich am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals mich hinzusetzen und zu überlegen, was ich eigentlich glaube über mich, über die Welt, über Freundschaften, über Beziehungen
und versuche dann Dinge gehen zu lassen, die mich nicht voranbringen. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ja ganz viel Input über mich, über das, was ich glaube, das, was ich möchte, das, was ich bin. Und da versuche ich dann wirklich Ziele zu formulieren erstmal. Das sollen nicht viele Ziele sein, denn wie gesagt, es ist wichtig, dass du Vertrauen mit dir selbst hast und die Ziele, die du hast, wirklich erreichst und wirklich daran arbeitest. Deswegen versuche ich da auch nicht mehr als 5 Ziele zu haben am besten. Und dann, jetzt kommt das Wichtige, mache ich daraus Gewohnheiten und Systeme. Weil Systeme sind viel wichtiger als Ziele. Ziele zu haben, das kann jeder. Aber diese wirklich zu erreichen, geht nur mit Schritten, die wir täglich, wöchentlich, monatlich, auf jeden Fall regelmäßig gehen. Versucht dir die Dinge so einfach wie möglich zu machen. Wir denken oft, dass schwierige Dinge besser wären, aber das ist eigentlich nicht wahr. Dinge, die einfach sind, können auch gut sein und sind im Endeffekt auch besser, weil du dann wirklich auch öfter daran arbeitest und deine Willpower und Motivation nicht so schnell verlierst. Deswegen brich dir deine Ziele runter, mach daraus Gewohnheiten und integriere die so gut es geht in Routinen, zum Beispiel Morgenroutinen, Abendroutinen oder auch andere Routinen, die du hast. Machen wir das Ganze mal an einem Beispiel. Sagen wir, du möchtest gerne im nächsten Jahr ganz viele Bücher lesen. Dann sag doch am besten, du möchtest jeden Morgen und jeden Abend 5 Seiten lesen und wenn du in der S-Bahn sitzt, möchtest du auch immer lesen. Das sind nämlich Gewohnheiten, die du in deiner Routine integrierst. Du hast ein System, wann du liest und das wird im Endeffekt auch auf jeden Fall zu deinem Ziel führen. Und ganz wichtig ist es, Dinge zu priorisieren. Denn wie schon gesagt, es ist essentiell, dass wir unsere Ziele mit uns selbst einhalten und diese erreichen. Weil sonst sind wir einfach eine Person, die das nicht macht. Und das signalisiert schon an uns, es bringt nicht so viel, Ziele zu setzen, wenn wir das hier eh nicht erreichen. Lass Dinge los, wenn sie dir nichts bringen. Und guck wirklich, was sind die wichtigen Dinge, die du wirklich in deinem Leben möchtest und vielleicht auch brauchst. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Vielleicht werden euch auch noch diese Videos hier interessieren. Guck gerne mal vorbei. Und ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und vor allem ein wunderschönes neues Jahr. Bis dann!